So, da sind wir wieder. Wir wollten eine Runde mit dem Jarl quatschen. Mein Herr, bitte. Dies ist nicht was die geht Zeit ab, Mann? Nun, ich hoffe, ihr habt mir etwas Lebenswichtiges zu berichten. Wichtig genug, dass ihr es wagt, mich mitten in einer Ratssitzung zu unterbrechen. Ich denke schon. Gerdur? Dir gehört die Sägemühle, wenn ich mich nicht irre. Eine Säule der Gemeinschaft. Neigt nicht zu Verrücktheiten. Und ihr seid euch sicher, dass Helgen von einem Drachen zerstört wurde? Es war kein außer Rand und Band geratener Überfall der Sturmmäntel? Ich glaube nicht. Bei Ismir, Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauer vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Als ob den Drachen so die politische Lage interessiert. Mit ansehen, die politische Lage. Mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irelet schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Natürlich. Das wäre wohl das Beste. Der Proventus Avenici. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Ui, ein Drachenschädel. Hier. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Eine Stahlrüstung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Ja, wir sind absolut besonders. Begeben wir uns zu Farengar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Ja, Hofzauberer sind doch immer freundliche Menschen. Hoffe ich mal. Cool. Oh ja, ich bin der King. King von Weißlauf. Was geht ab? Naja, gut. Jawohl, Queen. Ich bin ja ein weiblicher Elf. Farengar. Mit. Starr's mal nicht so an, Mann. Das ist unhöflich. Farengar. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu. Weiht sie in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Ja. Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Natürlich. Ins Gesicht gucken. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Was denn? Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Ja, wenn die Bezahlung stimmt. Was sagt mir einfach, was ich für mich tun soll? Ihr brennt darauf, euer Abenteuer zu beginnen. Oh ja. Wunderbar. Endlich hier weg. Je früher ihr anfangt, desto eher ist es erledigt, nicht wahr? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturzhügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ja, du musst ja auch nicht reinlatschen. So, was? Ja, Zauber, Magie will ich erlernen. Ihr seid ein angehender Schüler? Nun, ich bin leider kein besonders guter Lehrer. Warum versucht ihr euer Glück nicht an der Akademie von Winterfeste? Natürlich, natürlich. Seid die Drachen begegnet. Kaiserpfloll, alles so. Zum Zauberer in Weißlauf. Ich glaube schon, ja. Technisch gesehen natürlich. Es gibt in der Stadt auch einen Priester, eine Priesterin, einen Alchemisten und vermutlich noch andere, die sich der Magie bedienen. Ah. Ach, wo wir gerade von Alchemisten sprechen. Ich habe Frostsalze für Arcadia. Sie braucht sie für einen ihrer Zaubertränke und bat mich, sie ihr zu besorgen. Wärt ihr vielleicht so nett, ihr die Frostsalze zu bringen? Arcadia wird euch sicher dafür belohnen. Auch das sind Pflichten, die wir gerne übernehmen. Gut. Ihr eignet euch eindeutig besser als ich für eine so niedrige Tätigkeit. Ja, schon arrogant hier, der scheiß Farengar. Ja, lieber alles nehmen, was er hat, und dann... Juhu, und weg hier. Ein Schüler der Kunst. Ihr müsst anfangen, indem ihr eine Verzauberung erlernt. Nehmt eine verzauberte Waffe oder ein verzaubertes Rüstungsteil, dann nutzt den arkanen Verzauberer, um deren Geheimnis. Sobald ihr eine Verzauberung kennt, braucht ihr einen gefüllten Seelenstein. Jupp. Und etwas, was ihr verzaubern könnt. Ergibt Auch Sinn, dafür nicht, benutzt ihr den arkanen Verzauberer.
Natürlich. Ich habe alles im Angebot, was ihr braucht, wenn ihr das Geld dafür habt. Natürlich, ein arroganter Arsch. Zeig mal her, dein ekelhaftes Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Klappe. Ich denke, das wird euch gefallen. Novizenrobe. Ja, genau. 1600. Das ist absolut legitime Preise. Ein Arsch voll Zauberbücher hat er. Einen mächtigen Seelenstein. Viel zu viel. Viel zu teuer. Novizenrobe, Novizenkapuze. Haben gerade gar nichts, was wir... Ja, okay, das wir verkaufen können sowieso nicht, aber... Auf zum was wir hier entzaubern können. Ja, genau. Man braucht einen Seelenstein und man muss eine Verzauberung kennen. Weil, solange ich noch nichts anderes von diesen magischen Gegenständen habe, möchte ich die ungern entzaubern, weil die ja dabei zerstört werden. Ihr habt mir einen fähigen Assistenten gefunden. Naja, sie sind wird echt sich toll. Ganz gewiss als äußerst nützlich erweisen. Und das Alchemie. Hier kann man Tränke und Gifte herstellen, indem du mehr oder zwei kombinierst Zutaten. Ja. Solltet ihr erfolgreich sein, wird euch eine Belohnung zuteil. 20, und ja okay, Disteln haben wir erstmal genug. Unbekannt. Hier, jede Zutat hat nämlich genau 4 Wirkungen, die wir noch nicht kennen im Moment, deswegen unbekannt. Aber irgendeine hat sie. Und dann muss man die mit einer Zutat kombinieren, die dieselbe Wirkung hat. Und dann bekommt man einen Zaubertrank, der ebenfalls diese Wirkung hat. Oh, klingt und logisch. Ich dachte, ihr wärt schon auf dem. Ja, halt die Klappe. Weg zum Ölsturzhügelgrab. Und jetzt wird er jedes Mal uns ankacken, wenn wir hier reinkommen und noch nicht beim Ölsturzhügelgrab waren. Aber kann er warten, bis er schwarz wird. Das dauert noch. Das dauert noch. Erstmal alles durchsuchen hier. Erstmal alles mitnehmen, was nicht zu stehlen ist und irgendwas wert ist. Also so irgendwelche Becher oder so ein Scheiß nehmen wir mal nicht mit. Entzaubern können wir gerade nichts. Alchemisch können wir gerade auch nichts. Aber da können wir schon mal unsere experimentellen Fähigkeiten üben und einfach mal so ein Distelzweig essen. Und wenn man diese Sachen nämlich isst, dann erfährt man die erste Wirkung. Ja, Frostresistenz. Gesundheit wiederherstellen. Ich nehme einfach mal alles, von dem wir irgendwie so, naja, mehr als eins haben. Gift. Ausdauer. Akku wiederherstellen. Oh, jetzt haben wir 2 gleiche. Also daraus könnten wir schon einen Trank machen. Als Anfälligkeit für Magie. Feuer. Ausdauerregeneration. Ausdauer senken. Gesundheit wiederherstellen. Da hatten wir doch auch schon irgendwas. Naja. Ausdauer wiederherstellen. Jetzt haben wir alles. Wow. Ja, natürlich. Die ganzen Effekte wirken ja auf uns. Nur die Zeit läuft nicht weiter, wenn wir im Inventar sind. Und dann knallen so alle Effekte gleichzeitig rein. So ein richtig heftiger Rausch. So, und dann kriegen wir hier nämlich jetzt, wenn wir die Wirkung schon kennen, am Alchemielabor die aufgelistet, die dieselbe Wirkung haben. Also hier Ausdauer senken, diese beiden Dinger. Und da sind die hervorgehoben, von denen wir 2 Stück zur Verfügung haben. 2 verschiedene. Also ich könnte jetzt hier, was weiß ich, Magicka... Und dann habe ich hier so einen Trank, 22 Punkte Magicka wiederherstellen. Könnte ich jetzt machen, werde ich auch tun. Naja, Magicka braucht man bestimmt immer. Und außerdem steigert das ja unsere Alchemiefähigkeit, die wir gut gebrauchen können. Weil je mehr Alchemiefähigkeit wir haben, desto... Aber das steigt so unfassbar langsam. Muss ich mal gerade anmerken. Desto mehr Alchemiefähigkeit wir haben, desto besser sind natürlich auch unsere Tränke. Oh, und ich dachte, ja, ich genau. Schon auf dem Weg zum Ölsturzhügelgrab. Dancen erstmal ein bisschen auf dem Tisch. Da, 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 da. Kicken ja alles vom Tisch runter. Gut. Und nehmen eine Pulle Wein mit. Oder auch 2. Dann hätten wir es auch schon abgehandelt. Nein, haben wir nicht. Ich habe nicht was ganz Wichtiges vergessen. Man braucht nämlich... Ja, Quatsch, ist sicherlich voll. Werft einen Blick darauf. Ein ganz wichtiges Zauberbuch, das ich brauchen werde. Ganz unten. Seelenfalle. Denn
mit der Seelenfalle. Kann man Seelen fangen? Was fast schon offensichtlich war, ist... Naja. Ja, Seelen fangen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es gehört habt, aber und ja, mit diesen Seelen füllt man die Seelensteine, mit denen man dann... Schon aus der Puste, meine Güte. Mit denen man dann die Verzauberung wirkt. Auf die Gegenstände. Beziehungsweise, wenn man die Verzauberung, also so Waffenverzauberung, wie, was weiß ich, Feuerschaden auf ein Schwert oder so, das hat dann eine bestimmte Anzahl an Aufladungen. Also wenn man so und so viele Schläge gemacht hat, ist die Aufladung weg. Schon von Talos. Was machst du denn? Und Talos Segen hinzugefügt. Ja, also man kann dann das machen. Man kann dann mit den Seelen die Aufladung wieder aufladen. Ja, ich bin natürlich hier falsche Magie. Dann kann man nicht unter aktive Effekte gucken, was die ganze Sache hier bringt. Der Magierstein, ja, das ist ja unsere Rasse. Talos Segen. Die Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 0%. Doch so viel. Und das für ganze 7 Stunden. Also kriegen wir 7 Stunden lang 0% mehr. Also, wenn das kein gutes Geschäft ist, dann weiß ich auch nicht. Aber dann gucken. Traglast. Ballgruf 2. Ach verdammt, das haben wir vergessen, den dämlichen Zweihänder bei dem Typen da abzugeben. Aber wir sind da ein Magier, also ziehen uns mal magiermäßig an. Einen coolen Ring, auch wenn der gar nichts bringt. Ja. Gut. Essen, Zutaten, Bücher. Genau, das Sabo erstmal lesen. Schlüssel zu Gerdurs Haus. Gut, dann den Bärenpelz und so noch verledern, sag ich erstmal. Gerdgestell. Gerdgestell. So, und dann kriegen wir nämlich Leder aus den ganzen Wolfspelzen. Deswegen haben wir die ja eigentlich gejagt. Weil Leder braucht man. Keine Ahnung. Pelz. Pelzrüstung. Selbstgeschmiedet. Wahrscheinlich, um später die Schmiedefähigkeit ein bisschen hoch zu machen und einfach massenhaft Leder verbrauchen und irgendwelche billigen Pelzrüstungen schmieden. Einfach, weil man es kann. Das ärgert mich jetzt. Jetzt habe ich das vergessen. Nehme ich jetzt zwei Händler. Und hoffentlich ist der überhaupt da oben noch. Oder vielleicht eiert er dann durch die Stadt. Naja, man muss immer das Beste hoffen. Positiv denken. Und zwar suchen wir den Vogt. Also diesen Italiener. Italiano, wo bist du? Ui, die Küche. Ja, drehen, drehen, drehen. Da ist der Faranga. Was ist hier? Lass mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Aha, sehr lustig. Nee, ich klau dir gleich mal die Süßigkeiten. Eine Karte. Von Himmelsrand. Mit irgendwelchen Dingern drauf. Was aktivieren. Nein, da stand hier irgendwo. Ne, hä? Was bringt denn das bitte? Keine Ahnung. Einfach mal alles aktivieren. Wer weiß, wer weiß. Ach, Karte aktualisiert. Ja, nicht die Karte. Auch nicht die Karte. Diese Karte. Warte, wo waren das? Hä, was soll denn hier sein? Ja, kann ich schon mal unser Ziel markieren. Ja, Winterfeste. Hä, was ist das denn? Wir waren... Warte, ganz kurz. Rorikstadt. Hey, das Dorf von diesem Typen. Dem Dieb. Der ist einfach weggelaufen und gestorben. Aber was soll das schon werden? Schneefalke, Drachenbrücke. Einsam.
Ach, ich stehe falsch. Das ist die Karte. Iverstadt, Riften. Iverstadt. Das war. Nein. Das hier. Also haben wir das hinzugefügt mittels dieser Karte. Ja, und jetzt wissen wir, dass es da ist, aber mehr auch nicht, weil das hätten wir auch so finden können. Nicht besonders hilfreich, diese Karte. Jetzt hier hin. Jagemächer. Ja, der Vogt pennt bestimmt nicht mit dem Jarl in einem Zimmer. Ah, gibt's nur eine Möglichkeit. Warten. Und zwar warten wir mal. Meine Güte, 2 Uhr morgens. Kein Wunder, dass hier keiner wach ist, außer den Wachen. Armen Schweine. Warten wir mal mindestens bis 9 Uhr. Das ist doch so eine vernünftige. Kommst du denn her? Vernünftige Zeit aufzustehen. Ja, Kinder putzen. Ja, der. Ich will mich da jetzt nicht immer nochmal angreifen lassen von dem. Da ist er doch. Uah, ich will gar nicht wissen, wo er herkommt. Ich diene Jarl Baldruf. Ich habe ein Schwert von euch für eure Tochter. Arbeit ist auch. Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Vielen Dank. Von Adrian? Ah, das muss die Waffe für den Jarl sein. Oh ja. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich zu beweisen. Ich werde Baldruf die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Ah ja, du bist ein wunderbarer Vater. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. Und auch ein wunderbarer Mensch. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Aber die sehen sich doch überhaupt nicht ähnlich hier, der Italiener und der Schmied. Boah, oh Gott. Das ist bestimmt so, das wird bestimmt so die neue RTL-Fernsehserie hier. Der Italiener und der Schmied. Meine Güte. Also. Einmal 360. Ja! Ups. Was soll's? Wir haben unser Ziel markiert. Jetzt müssen wir nur noch. Der nächstmögliche Punkt ist. Ja, keine Ahnung. Raus hier. Hier gibt's ja nichts mehr wirklich Sinnvolles, oder? Was ich vergessen hätte. Fällt mir auf die Schnelle jetzt nichts ein. Aber man kann ja hier mal die Dings befragen. Ölstürz, ja, interessiert mich nicht. Arcadia, wo auch immer die sein mag. Ich weiß nicht, wo das Lager ist. Weiß nicht, wo die Gefährten sind. Ich weiß wenigstens, wo Winterfeste ist. Also das ist schon mal ein Anfang. Ja, keine Ahnung. Ich habe schnellsten den lieber seine Äpfel klauen. Pferd. Ne. Wir wollen ja nicht stehlen. Zumindest jetzt noch nicht. Was gibt der mir hier? Benutzen. Oh, super. Das bringt mir auch so viel. Vielleicht hat der mir. Hat der einen Auftrag? Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Was? 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 Wohin soll's gehen? Was? Der kann mich überall hinbringen? Wieso habe ich das nicht früher gewusst? Scheiße. Ich bin früher immer einfach da straight drüber gelaufen. Und der kann mich da einfach hinbringen für 50 Gold. Das ist ja nix. Junge. Ich bin echt schockiert. Echt wahnsinnig schockiert. Naja, was soll's. Ich gehe trotzdem zu Fuß. Da entdeckt man immer mehr Kram, mehr Zeug, trifft Menschen, entdeckt Höhlen und vor allem die dort enthaltenen Schätze. Und ein paar Blumen, Disteln und sonstiges. Alles, was man so gebrauchen kann. Kartoffeln. Nee. Der Riese, wieso hat der keinen verdammten Zeh dabei? Ja. Schmetterling! Ein Schmetterling! Hui! Okay. Wo laufen wir mal lang? Wir laufen in diese Richtung.
Und entdecken möglichst viel Kram für Wegpunkte. Was haben wir hier? Hier haben wir die Honigbrauerei. Interessant. Aber ich bin jetzt im Moment noch nicht wirklich an Alkohol interessiert. Und eigentlich auch sonst nicht, weil das bringt eigentlich nur Ausdauer, die ich als Magier nicht unbedingt brauche. Außer wenn ich hier am Sprinten bin und mir die Puste dauernd ausgeht. Na gut, aber wenn es umsonst ist, kann man nicht Nein sagen. Das ist ja unhöflich. Ein Vogel. Auch ein Schmetterling war. Egal. Es fliegt. Und noch einer. Hui. Eine Bärentatze. Was ist das denn? Richtung. Ja, stimmt ungefähr.